Selbstsabotage, wenn wir selbst unser größter Feind sind. Sie hat viele Gesichter. Manche erkennt man sofort, manche brauchen ein wenig Zeit und Fingerspitzengefühl, um als Instrumente der Selbstsabotage enttarnt zu werden. Egal, ob wir die Schuld immer bei anderen suchen, die Dinge immer wieder unnötig auf die lange Bank schieben oder der Versuchung, unsere Ex-Partner auf Social Media zu stalken, nicht widerstehen können. Selbstsabotage ist ein treuer Freund, der jeden von uns durch weite Teile des Lebens begleitet. Das Problem dabei? Seinen Ursprung hat dieses Verhalten in einer Zeit, wo es uns ausgesprochen nützlich und hilfreich war. Wenn wir etwa eine schwierige Kindheit, toxische Beziehungen oder andere Lebenskrisen meistern mussten. Wenn wir diese Kompensationshandlungen jedoch auch in guten Zeiten nicht loslassen können, wenden sie sich häufig gegen uns. Wenn der Freund zum Feind wird, wir unsere Ziele nicht mehr erreichen können oder merken, dass wir uns selbst im Wege stehen, wird es Zeit, diesen unschönen Angewohnheiten den Kampf anzusagen. In unserem heutigen Video erfährst du ein paar Tipps, wie du aufhörst, dich selbst zu sabotieren. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Erkenne deine Verhaltensmuster. Gemäß den klugen Worten, Problem erkannt, Problem gebannt. Welche Verhaltensmuster sind es, die dich immer wieder gegen eine unsichtbare Wand laufen lassen? Was machst du, wenn du traurig, enttäuscht, frustriert oder einsam bist? Neigst du dazu, den Kühlschrank leer zu futtern, als gäbe es morgen keine Lebensmittel mehr? Greifst du zu Alkohol und Medikamenten, obwohl du die Konsequenzen kennst? Läufst du davon, wenn es schwierig wird? Oder suchst du die Schuld immer bei anderen, wenn es für dich nicht gut läuft? All das sind bewährte Strategien, die du dir in deinem Leben irgendwann einmal zurechtgelegt hast und die damals gut für dich funktioniert haben. Jetzt hat sich die Lage geändert und du bräuchtest sie eigentlich nicht mehr. Allerdings wird man bekanntlich nicht so schwer los wie liebgewonnene Gewohnheiten. Nummer 2. Sprich darüber. Wenn dir immer wieder auffällt, dass du zu Verhalten neigst, das dir hinderlich oder merkwürdig vorkommt, sprich mit deinem Umfeld darüber. Menschen, denen wir vertrauen, können wir auch getrost unsere Schwachstellen anvertrauen. Sie werden nicht darüber urteilen, sondern uns nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Vielleicht haben sie ja schon bemerkt, dass du bei Stress immer das Spanferkel auf Toast oder die Partypizza für 5 Personen bestellst. Vielleicht kennen sie auch schon deine Rückzugstaktik, die altgedienten Kampfstrategen wie Napoleon und Co. Respekt abbringen würde, wenn es schwierig wird. Deine Familie wird dich vielleicht sogar freundlich darauf hinweisen, dass du das als Kind auch schon immer gemacht hast, wenn du mit Mobbing oder schlechten Schulnoten zu kämpfen hattest. Und Freunde sind ja bekanntlich Menschen, vor denen du laut denken kannst. Nummer 3. Welches sind die Trigger, die das Verhalten auslösen? Versuche in naher Zukunft dein Verhalten bewusst zu dokumentieren. Wann gehst du zum Kühlschrank? Was hat sich unmittelbar davor oder an diesem Tag ereignet? Wann gehst du auf Tauchstationen vor der Welt und lässt nichts und niemanden mehr an dich heran? In welchen Situationen wäre es geradezu ultimativ praktisch, wenn du die Schuld bei jemand anderem suchen könntest? Du wirst mit der Zeit feststellen, dass es immer ähnliche Voraussetzungen sind, die dir dieselben Handlungen in Folge abverlangen. Mach dir ruhig Notizen dazu. Aufschreiben ist die halbe Therapie. Oder zumindest ist es dir so schon erfolgreich gelungen, dein Problem zu definieren. Was einen Namen hat, kann schließlich nicht mehr verloren gehen. Nummer 4. Versuche, mit Fehlschlägen klarzukommen. Bei der Übung aus dem eben vorgestellten Punkt ist dir vermutlich ein Licht aufgegangen. Die Situationen, die dich zu deinen unerwünschten Verhaltensweisen anspornen, sind in irgendeiner Form mit Scheitern und Rückschlägen verbunden. Wer einen perfekten Tag voller Erfolgserlebnisse hinter sich hat, muss sich nicht abends am gesamten Inhalt des Kühlschranks vergreifen, um ihn beschließen zu können. Wenn ein Projekt oder ein anderes To-Do erfolgreich zum Abschluss kam, muss niemand anders schuld daran sein. Die Lorbeeren heimsen wir in der Regel gerne höchst selbst ein. Fehlschläge gehören zum Leben dazu. Wir lernen daraus und wir wachsen daran.
Versuche, sie in Zukunft als kostenlose Lektionen in Sachen Persönlichkeitsentwicklung zu betrachten und finde gesunde Wege, mit ihnen umzugehen. Auch wenn Sport oder ein Waldspaziergang nicht mit Tiramisu oder Pizza vergleichbar sind, auf Dauer wirst du dir selbst sehr dankbar sein, wenn du diese Dämonen bekämpft hast. Außerdem ist es ungleich schöner, wenn ein Dessert wirklich nur noch ein genussvoller Moment und keine psychische Krücke mehr für dich ist. Nummer 5. Finde heraus, was du wirklich möchtest. Manche unserer antrainierten Verhaltensweisen sind wie Pflaster, die eine Wunde verschließen sollen. Im Prinzip funktioniert das auch sehr gut so, aber wer möchte schon lebenslänglich mit einem riesengroßen Pflaster durch die Gegend rennen? Reiß es ab und schau dir an, welche Wunde du da schon so lange mit dir herumschleppst. Bist du einsam? Möchtest du dich beruflich verändern? Fühlst du dich in einer ungesunden Beziehung gefangen? Oder gibt es andere Verpflichtungen in deinem Leben, die dir jeden seelischen Beistand abverlangen, den du bekommen kannst? Dieser Punkt ist sicher schwierig und schmerzhaft, aber es lohnt sich in jedem Fall, den Dingen auf den Grund zu gehen, die dich quälen. Die traurige Wahrheit lautet nämlich: Von selbst verschwinden werden solche Geister der Vergangenheit niemals. Dafür hegst und pflegst du sie mit deinem Sabotageverhalten viel zu gut. Nummer 6. Suche dir professionelle Hilfe. Wenn alle Methoden der Selbsthilfe nichts nützen, such dir professionelle Hilfe. In Zeiten von Internet und Co. bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass du zu einem Therapeuten oder Psychologen auf die Couch musst. Such dir Leidensgenossen, die sich in anonymen Foren austauschen oder vielleicht sogar im echten Leben in Form von geleiteten Selbsthilfegruppen treffen. Du wirst erstaunt sein, wie viele Menschen sich tagtäglich mit denselben nervigen Mustern und antrainierten Handlungen herumschlagen müssen wie du. Wenn es grundsätzlich nicht gut für unser Ego ist, uns mit anderen zu vergleichen, hier macht der Vergleich dich sicher. Sicher nämlich, dass deine Probleme nicht einzigartig sind und keine neuartige, exotische Krankheit, an der bislang noch nie geforscht wurde. Tausch dich aus und hol dir Tipps. Dafür ist die Gemeinschaft oder Community ja da. Und zu guter Letzt, eine Gesprächstherapie oder ein Beratungsgespräch bei einem Mentalcoach, einem Lebensberater oder Psychologen tut nicht weh und kann dir wirklich helfen, wenn sonst nichts mehr hilft. Unser heutiges Fazit: Was einmal hilft, das hilft nicht immer. Es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass deine Kompensationshandlungen und Verhaltensweisen aus früheren Tagen nun nicht mehr wirken. Das zeigt, dass deine aktuelle Lebenssituation sich eindeutig zum Besseren gewendet hat und du nun keinen Bedarf mehr an Selbstsabotage in all ihren Spielformen hast. Leider sind es oft nicht nur die liebgewonnenen Angewohnheiten, sondern förmlich Automatismen, die schwer unter Kontrolle zu bringen sind. Ein Versuch lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du dich unwohl fühlst mit deinen Sabotagestrategien, dann aus dem simplen Grund, weil sie nicht mehr gut für dich sind. Schuhe, die dir nicht passen, sortierst du schließlich auch aus, weil sie drücken und dir Schmerzen bereiten. Und für Schmerzen ist das Leben definitiv zu kurz. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf Facebook oder WhatsApp. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.